Versprich mir, das ein bisschen zu cutten. Ja, und das geht gut. Aha. Nein, weißt du, und wegen dir lasse ich das jetzt drinne. Muhahaha. Das ist echt. Ich denke, ich stehe den ganzen Tag nur Novis essen. Na und? Novis. Ich habe einen Ausschalter am Handy. Muhaha. Gut. Da wird sich halt anderweitig. Ich suche jetzt erstmal nach Masken und du entscheidest dich, wie du mich... Ah! Katzen! Yay! Katzen! Geh weg! Sterb! Sterb! Kaputt! Danke. Also, solange es keine Mumienkatzen sind, geht's ja noch. So. Wie weiter? Mumienkatzen. Ehrlich gesagt. Explodierende Mumienkatzen, um präziser zu sein. Explodierende Mumienkatzen? Ist das hier Katze? Ernst? Ja. Im ersten Teil. Oh mein Fuck. Ja. Wie? Ich habe mich vor den sicheren Tod gerettet, indem ich in meinen Tod gesprungen bin. Na, halben Tod. Ehrlich jetzt? Ja, ich bin vor rollenden Schneebällen weggerannt. Schneebälle? Guck doch auf den Bildschirm! Diesen! Der Bildschirm ist direkt von meiner Nase, verdammt! So. Lara, du gehst jetzt dahin, obwohl ich noch nicht mal das Tor geöffnet habe, um an diese scheiß Maske zu kommen. Die scheiße creepy aussieht, nebenbei bemerkt. Oh. Mein Gott. Ja. Jetzt. Wir gehen einfach mal hier lang. Der Weg sieht schön aus. Der sieht sicher aus. Natürlich. Waffen breit halten. Nam 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 nam. Hör auf, Muffins zu fressen. Aber ich bin gut. Das ist ein Schokomuffin. Ein großer, dicker Schokomuffin. Ganz lecker. Von dem nur du etwas hast. Mein Schatz! Ja, der Hobbit lässt grüßen. Aha. Lara meinte auch gerade, aha. Aha, nee, das kann sie nicht. Gut, dann hat man hier nur ein Medipack gekriegt. Das ist auch lustig. Gut, wo kommen wir hier hoch? So gut wie dahin. Und so gut wie dahin bringt uns zu einem Schalter. Und da war sie weg. Eine Sekunde. Und es geht einfach jetzt mal weiter. Wir ignorieren das jetzt gekonnt. So. Guck mal, eine Leiter. Guck mal, zerstörbare Platten. Ich sehe schon den Fail, den ich haben werde. Oder auch nicht. Nein, ich habe noch die Leiter erreicht. Toller Ausblick. Wow. Yay, ich bin drüben. Nein! Puh. Und jetzt der Schalter. Yay, es ist offen. Ich habe eine Maske. Wo auch immer ich diese benutzen werde. War das Wasser da schon eigentlich schon immer weg? Mein Gott, diese Grafik, die irritiert übel. Wieso irritiert die dich? Ich habe keine Ahnung. Ich bin eher... Es hätte das Creed-Grafik und so gewillt wegen dir. Wieso wegen mir? Weil du... Du bist. Natürlich. Ja, aber natürlich. Das ist. Aua! Aua! Haha, das war die Strafe. Gut, ich habe ein Tor. Und hinter diesem Tor sind Schneebälle.
Und hinter diesem Schneebellen sind Jedis. Und hinter den Jedis ist der, oh, ist der Tod. Nee, die Jedis sind der Tod. Yay! Ach, scheiße, war die. Ja, die Maske ist echt creepy. Und ich laufe. One, Lara, one. Und die kommen mir noch nicht mal entgegen. Natürlich. Du, ich glaube, ich weiß jetzt, was mein Kanalspruch ist. Welches? Wup, wup. Yay. Yay, ich habe Schneebälle überlebt. Jetzt überlebe ich Katzen. Und bin selbst dafür zu blöd. Ach, Gottchen. So. Yay, ich habe sie überlebt. Und so. Und blub. Okay, und jetzt habe ich keine Ahnung mehr, wo ich lang muss. Wuhu. Ich erinnere mich noch, dass ich dieses Level schon mal gesehen habe, aber dann hört's auf. Ich habe Haare im Gesicht. Danke für diese sehr wichtige Information. Ja, aber natürlich ist diese Info wichtig. Natürlich. So, da komme ich nicht durch. Gut. Los, Laura! Nein. Nein, sie will nicht. Es ist einfach nicht ihr Tag heute. Ja, meiner auch nicht. Naja, bei mir, es ist schwankend. Sagen wir es so. Okay. Suchen wir den Weg. Just with my head right, 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 right. Das hat nichts mit Wegsuchen zu tun. Oh, guck mal, eine Leiter. Oh yay, eine Leiter. Ich mach mal Fackel an. Am liebsten das ganze Level in die Luft jagen. Okay, ich hol den Sprengstoff. Creeper! Bam! Yay. Ich hab grad meine Creeper-Jacke an. Ich kann das Level selbst das in die Luft. Ja, ich kann das Level selbst in die Luft jagen. Nebenbei, ich mach mir bald einen Creeper-Plüschi. Willst du auch eins? Ja, aber natürlich. Was fragst du da noch? Hätte ja sein können, dass du einen Ghast oder so willst. Oder vielleicht einen Enderman. Ich nehm Creeper. Okay. Gut, und jetzt habe ich Munition für eine Waffe, die ich nie benutzen werde. Mhm. Ein Teil, wo ich eine Maske hineinstecken kann. Eine Creepy-Maske? Ja, eine Creepy-Maske. Ich glaube, es müssten drei Masken sein, die man hier im Level findet. Bist du dir sicher? Ja, nicht, dass es vier sind, ich weiß. Ja, da hatte ich nämlich auch mal bei einem Gameboy-Spiel das Dilemma gehabt. Aber ich dachte, es waren nur drei. Ach ja. Ja, habe ich auch gedacht bei diesem Spiel. Ach, guck mal, so kommt man da hoch. Ui. Okay, hier haben wir eine Tür. Eine Tür. Miau. Mach keine Miau-Geräusche, sonst kommen hier Katzen. Und jetzt kommen hier Katzen. Ich hasse dich. Echt jetzt? Ja. Ich gebe ein Katzenkonzert. Willst du auch? Nein, bitte, bitte nicht. Okay, wir haben da unten Katzen. Wir haben da unten Katzen. Nein, genau. Eigentlich etwas anderes, was ich da unten gucken wollte, aber die Katzen haben mich unterbrochen. Es sieht aus wie ein Schlüssel oder ein Stab. Ich bin mir nicht sicher. Ich kann da eigentlich nur einen großen Felsblocker erkennen und tote Katzen. Ja, die sehe ich auch. Jetzt suche ich einen Weg, zu diesem Schlüssel zu kommen. Oder Stab, oder was auch immer es ist. Oh, guck mal, noch mehr Katzen! Es hätte mich jetzt gewundert, wenn jetzt keine wären. Geh weg, stirb, stirb, stirb. Stirb halt nicht, stirb, danke. Verdammter Hammer. Ja, ich habe hier einen Katzengrab. Und meine Automatikpistolen haben keine Munition mehr. Dann nehmen wir halt die Uzis. Uzis sind immer gut. Ja, meine Automatik haben Geist aufgegeben, also irgendwas muss ich ja nehmen, ne? Mhm. Gut, gehen wir jetzt mal hier hoch. Hier oben erwartet uns eine Fackel. Nein. Ups, der falsche Knopf, das O. Wasser. Wasser erwartet uns. Wasser und ein Gitter. Eine
schöne Maske. Ja, ich wollte gerade sagen, bescheiden schöne Maske. Und es ist ein Stab, der da unten vor sich hin blubbert. Mal ganz ehrlich, ich will wirklich wissen, was diese Frau, was der Trick dieser Frau ist. Ich meine, hallo, da sind sicherlich mindestens minus 70, 7, 17 Grad.